Alles klar, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. So, wir haben jetzt die tolle, unsere tolle, hier Kletteraxt bekommen. Und die sollen wir an der Felswand hier mal ausprobieren. Das machen wir doch mal. Durch sie um zerklüftete Wände zu erklettern. Ah, okay. Ja. Ich würde sie zwar ganz gerne ganz nach oben. Ach so, alles klar, da muss ich ja einmal rum. So, zack, zack. Und hoch mit dir, Lara. Sehr schön, sehr geil. Alles klar, damit sind wir wieder hier auf dem Flugzeug. Wo muss ich denn jetzt insgesamt hin? Da oben. Wo haben wir denn diese... Alles klar, hier haben wir die nächste Felswand. Hui! Dann kraxeln wir auch mal hier hoch. Das Schöne ist, dass man diese Felswände hier relativ gut erkennen kann. Okay, gut, da komme ich so nicht weiter. Ah, alles klar. Wenn ich das so mache... Ah, alles klar. Das ist wieder so ein Quicktime-Event. Da bin ich ja so super drin. Geheimes Grab in der Nähe. Erkunden Sie Gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Okay, dann machen wir das doch mal. Das heißt, wenn ich hier lang gehe... Moment. Aha, das wäre das. Das heißt, ich muss da oben hin. Wollen wir mal gucken. Das bedeutet dann einmal, zack, die Felswand hier hoch. Zack, einmal nach oben hieven. Bin ich jetzt schon auf der richtigen Höhe? Nein, bin ich noch nicht. Ich muss noch einen höher. Wow! Oh Gott! Oh, scheiße. Alles klar, komm her. So. Hui! Oh Gott. Das macht richtig Spaß. Das ist richtig, richtig toll. Noch nicht, aber gleich. Nicht! Hier oben ist niemand! So weit drauf schafft's niemand! Was war das? Mal sehen, ob ich was finde. Hilfe! Sehr schön. Damit hätten wir das auch. Oh, wir müssen noch weiter nach oben. Wow, hey, hey, spring doch hier nicht runter, Video. Ah, oh Gott, was, oh, ich dachte schon hier. So, aber erstmal wollen wir uns die beiden hier vornehmen. Oh, ganz vorsichtig. Zack, einmal hier hoch. Mal umgucken, da oben haben wir doch was. Ein bisschen EP in der Truhe. Okay. Ach ja, da war ja, das waren ja diese komischen Kisten, wo ich nichts mehr machen konnte. Noch nicht. Ich glaube, da können wir bestimmt irgendwie später noch was mit machen, weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Dinger hier umsonst rumhängen. Zack, dann nehmen wir einmal noch den hier aus. Dann haben wir einen Tagebucheintrag. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Mhm. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen, doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt, die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Mhm, okay. Machen wir mal weiter.
Da war doch noch eine Kiste. Mit Bergungsgut darin. So, alles klar. Wo müssen wir denn hin? Da drüben an diese Felswand. Alles klar. Dann machen wir doch mal den hier. So, da waren wir ja vorhin schon hier ganz richtig, glaube ich. Ja. Und zopf! Ja, sehr schön. Zack. Einmal rüber. Ah, die kann ich. Ich kann hier nirgendwo meine Fackel an. Doch, da hinten kann ich das. Mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe. Okay, da oben muss ich hin. Das nächste ist da. Ich wage mal zu bezweifeln. Ah, ja, alles klar. So geht das. Und tap. Sehr schön. So, dann machen wir einmal hier die Fackel an. Brennen das hier einmal ab. So, aber da stellt sich mir die Frage, wie wir das denn... Ich weiß nicht, schaffen wir das? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, geil, das schafft man sogar. Ja, sehr schön. Tap und tap. Wieder hier rüber. So. Ja, wo ist die nächste Felswand? Hier war doch ein. Da ist sie. Alles klar. Die Fackel verschwindet auf magische Art und Weise. So, dann einmal hier hoch. Wow. Ich wollte gerade sagen, schießt man hier auf mich? Aber das hoffe ich mal nicht. Wow, ach du Scheiße. Komm, 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 komm. Jawohl. Ah, ach Gott. Das ist mit Slow-Mo-Effekt hier. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Hey, hey! Aufwachen, ein Eindringling! Die Autos! Bitte! Das muss alles nicht sein! Ach du Scheiße! Du Penner! Du Penner! Hör auf damit! Ich hab sie im Visier! Oh! Ach du Scheiße! Der haut mich ja! Oh Gott! Zack! Scheiße, der geht ja in den Nahkampf! Penner! Alter! Bitte! Das muss alles nicht sein! Scheiße! Nein, nein! Ja! Ich schieße gut! Natürlich tue ich das! So, du Penner, hier! Alles klar. Damit hätten wir das. Kann ich nicht seine Machete mitnehmen? Ich würde auch ganz gerne mal ab und zu so in den Nahkampf. Naja. So, Pfeile, aber kein Bergungsgut. Kann ich die Fackel hier in dieser Tonne anzünden? Ja, kann ich. Sehr schön. So, zünden wir einmal das Bergungsgut hier an. Na, komm her. So. Wollen wir mal hier in diese Höhle reingehen. Wow. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja. Ich möchte die Fackel mal bitte ausmachen. Ja, sehr schön. Ach süß.
Mäuschen. Kann ich mich... Nein, ich kann mich nicht von alleine ducken. Ah, immerhin haben wir hier ein Lager, glaube ich. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich seh mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Oh, aha. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut! Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Essen ist Kultur. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Gut. Gucken wir uns mal kurz um. Da drüben müssen wir hin. Ansonsten haben wir hier noch 2 Kisten, die ich jetzt aber nicht mehr kenne. Ah, hier haben wir wieder so einen Tagebucheintrag. Oder was ist das zu sein? Nee, gar nicht. Das ist ein archäologischer Fund. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Geil. Okay. Und hier vorne stand auch noch eine, ne? Ja. Bisschen Munition für die Knifte. Haben wir hier hinten noch irgendwas, was wir übersehen haben?
Was nur den Feuertod? Nö. Alles klar, gut, dann begeben wir uns mal darüber. Alles klar. Hey! Nimm das Scheißding weg! Nein, ich will keine Fackel entzünden. Ich will... Moment, man konnte doch hier irgendwie zoomen, oder? Ja, so. Ich will zuerst den Kerl da oben haben. Aber ich glaube, ich treffe ihn so nicht. Okay, ich treffe ihn doch. Okay. Ah! Scheiße! Wieso lebt er noch? Oh, da ist ein Blitz eingeschlagen. Okay, nee, ich glaube, das war's, ne? Schön einen auf Legolas hier gemacht. Seil durchschießen? Kriege ich da irgendwie einen Award für oder sowas? Nö, kriege ich nicht. Okay. Waffenmodifizierung verfügbar. Ach, meine Pfeile sind voll. Sehr schön. Hier hinten? Liegt hier nicht noch einer? Nee, scheinbar nicht. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Was sagt denn der Jägerinstinkt? Nichts weiter, okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein in diese Funkstation. Haben wir noch ein paar Pfeile, die wir nicht aufnehmen können, weil wir schon genug haben, beziehungsweise zu viele. Ein paar Panzerpatronen. Und dann schauen wir uns nochmal hier. Hey, wie viele sind es? Nur einer. Von dem neuen Park. Alles klar, die hampeln da oben irgendwo rum. Mal gucken, ob ich die irgendwie ablenken kann. Okay, scheinbar nicht. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal ein bisschen die Knarre. Okay, wo sind die Spasten? Erstmal gucken wir uns das Ding hier an. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Okay, cool. So, aber hier irgendwo müssen sich diese Typen noch rumtreiben. Ah, alles klar, da haben wir einen. Frage ist nur, wie ich an den Kerl rankomme. Oh, ich brauche mal die andere Schulter kurz. Sehr gut. So. Kann ich das Maschinengewehr benutzen? Nein, kann ich nicht. Schade. So, da
drüben haben wir auch nichts mehr. Alles klar. So, dann wollen wir mal. Und spring! Okay, Pfeile sind voll. Da haben wir eine Kiste. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Okay. Irgendwie muss ich da hochkommen. Hier ist über... Ach, hier. Hier geht's hoch. Zack, zack. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ich will... Ach so, ich habe volle Munition. Alles klar. Zack. Hui! Es ist eiskalt.